Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei Orin the Blind Forest. Wir sind angekommen in den Elendsruinen. Und ich wollte gerade sagen, da kriegt er bestimmt Schaden, oder? Oh je. Die Gumon waren erfrischende Handwerker. Erfinder. Erfrischend, what the fuck? Erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin aufzubewahren. Und wohin damit? Benutze das Lichtgefäß, um die Gummis zu aktivieren und überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Ah, damit kann ich das, quasi einfrieren. Ich verstehe und ich muss dringend danach einen Speicherpunkt. Gut, kann ich euch währenddessen was erzählen? Und zwar, ich finde es immer so nett, wie man zum Beispiel, es erinnere mich zurück an The Binding of Isaac Rebirth, als ich ungefähr, was weiß ich, hatte eine Spielzeit von irgendwie 180 Stunden oder so, auf meiner Steam-Uhr, als ich die 100% erreicht, die 111% erreicht habe, also Real Platinum Guard. Und ich habe, und alle so, oh, Alter, der hat 180 Stunden gebraucht, das ist übelst lang. Und ich denke mir nur so, Jungs, Mädels, meine Steam-Uhr, die sagt gar nichts. Gar nichts. Ich hatte, was weiß ich, umgerechnet waren es vielleicht nur 100 Stunden oder so. Und wenn ich hier gucke, und das finde ich sehr geil an Ori, Pausen zählt das Spiel nicht dazu. Das heißt, ich hatte tatsächlich 4 Stunden, 22 Minuten jetzt in-game, die ich verbracht habe. Das müsste auch ungefähr hinhauen, weil wir jetzt bei Part 17 sind. Jeder Part geht so zwischen 17, 18 Minuten, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das haut dann schon hin. Weil wenn ich auf meine Steam-Uhr gucke, wenn ihr mal guckt, wenn ihr mich in Steam habt, und guckt, da habe ich auf meiner Uhr, gut, bis ihr den Part guckt, habe ich dann natürlich noch viel mehr, aber zum aktuellen Zeitpunkt habe ich 14 Stunden auf meiner Steam-Uhr. Als hätte ich 14 Stunden lang Ori gespielt. Da seht ihr mal, wie lang ich AFK in den Spielen bin. Das ist mal ein ganz netter Vergleich. Jetzt so eine kleine Randnotiz für euch mal. Also eine Notiz für euch am Rande, ne? Eigentlich schon verrückt, oder? So, jetzt müssen wir das nur hier besser machen. Wie komme ich da jetzt aber hoch? Ja, genau, das habe ich befürchtet. Ich muss jetzt echt so denken, als würde ich am Rand entlang gehen. Ist jetzt echt der Zeitpunkt gekommen, wo ich an der Decke wandeln kann. Oh mein Gott. Wie komme ich jetzt nach unten? Kann ich die auch fallen lassen? Und in dem Moment falle ich auch runter. Okay, oh shit. Das wird richtig übel, sage ich euch. Alles klar. Das wird richtig übel. Was ist, wenn ich eigentlich die Kugel nehme? Ach, guck mal, die kommt mir einfach hinterher. Das heißt, ich muss sie nur dann einsetzen, wenn es wirklich nötig ist, ne? Guck mal, hier ist ein Secret. Ich habe mir sowas Ähnliches schon fast gedacht. Genau deswegen wollte ich da nochmal lang. Ha! Guckste mal! Ja, aber das ist schon gedacht. Also, diese Kugeln nur einsetzen, wenn man sie auch wirklich braucht. Das werden wir doch direkt mal dann auch so machen. Boah, das ist natürlich krass. Das wirft gleich nochmal ein komplett anderes Szenario auf das Spiel. Weil jetzt alles nochmal gleich ganz anders ist. Mein Gott, kriege ich hier viel Schaden? Das ist ja ekelhaft. Nichtsdestotrotz speichern wir hier ab. Ich habe mir schon gedacht, dass das gerade ziemlicher Müll ist, den ich hier mache. Ja, jetzt sterbe ich. Komm, was soll's. Nochmal in Ruhe, bitte. Hier muss ich jetzt nämlich warten. Dann wird das Spiel gleich nochmal komplett anders. Andere Elemente. Komplett andere Spielelemente. Ist das abgefahren? Vor allem gegen die Gegner zu kämpfen, ist gerade richtig hässlich.
Da will ich gleich weg. Oh Gott, speichern, 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 speichern. Oh, hier habe ich einfach mal alles so überbrücken können. Mann, bin ich gemein, Alter. Nur wegen dem göttlichen Dreiersprung, sage ich euch. Nur deswegen. So, was machen wir hier? Wenn ich das nehme, sterbe ich. Das war ja bitter jetzt. Okay, muss ich das nur nochmal so göttlich machen? Nein! Ach, guck mal, jetzt gelingt es mir nicht. Ja, komm, lass mich mal sterben. Nochmal in Ruhe, warte, das geht einfacher. Bin ich jetzt echt so behindert oder was? Komm, jetzt hör auf mit der Scheiße. So. So weit, so gut hier. Ich glaube, wir müssen dann einmal komplett zurück, ne? Die verlangen das von einem. Ich sehe das schon kommen. Die wollen, dass ich dann einmal komplett zurückgehe. Das ist sowas von behindert und arschig. Naja, das ist auch mein großes Problem. Ich muss da den perfekten Sprung machen. Habe ich da echt gar keine Möglichkeit, das nicht auch so irgendwie zu schaffen? Dank meines Dreiersprungs? Ne, spätestens hier ist vorbei. Aber ich kann schon ein bisschen, skippen. Oh, okay, alles klar. Ich kann ein bisschen skippen. Also, zum Beispiel hier diesen Pfad hier, der total nervig erscheint, kann ich ein bisschen skippen. So, wie springe ich jetzt hier am günstigsten drauf? Jetzt schon. Ah! Oh Gott, das geht mit jetzt schon tierisch auf den Sack. Okay, nee, wie gesagt, das skippen wir. Da sind wir auf jeden Fall schneller drüben, wenn wir das einfach so machen. Okay, dann sollte man hier natürlich nicht verkacken. Hahaha, witzig. So. Also, mir muss der perfekte Sprung darüber gelingen. Leichter gesagt als getan. Ach komm, ehrlich? So, ich laufe jetzt mit dem Ding mit. Jetzt. Willst du mich verarschen? Also ein bisschen früher. Kurz bevor es wieder rüberzieht. Jetzt. 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 Lässig. So, wir lassen es fallen. Runter. Boah, hoffentlich kann ich hier nicht auch... Hier kann ich auch bestimmt irgendwie skippen. Ja, das kann ich skippen. Das ist sehr geil. Dank des Dreisprungs, den ich beherrsche, kann ich hier eine Menge skippen. Hä, was ist passiert? Hä? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Wie konnte ich denn da gerade darüber kommen? Und dann? Hä? Vor allem, ich muss ja erstmal in die andere Richtung, um das Karten, um das Fragment da zu kriegen, ne? Das sollte man vielleicht als allererstes mal beachten. Na super. Das wäre aber das allererste, was wichtig ist. So, ich merke schon, der Schwierigkeitsgrad, auch der Stages, der Dungeons, nenne ich sie ja, zieht hier schon ganz schön an. So, den ganzen Weg jetzt bitte direkt nochmal zurück. Und das ohne zu verrecken. Würde ich feiern! Ja. Habe ich befürchtet. Hab ich befürchtet. Ich muss da die
perfekten Sprünge machen. Komm, spring rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, haben wir das wenigstens erledigt? Na, das kostet auch schon echt viel Leben und so. Aber das habe ich jetzt hier noch gar nicht gecheckt, was sie von mir wollen. Ich fall instant dahin. Muss ich hier die Kugel loslassen? Nein, weil dann verbrenne ich hundertprozentig. Ich habe zwar kurz Zeit, theoretisch, aber was dann ist die Frage. Wie kriege ich die Kugel jetzt darüber? Was kann ich machen? Kann ich? Nee, das kann ich nicht. Wie gesagt, ich kann die Kugel kurz ablegen. Und dann sterbe ich da oben an den Eiszapfen. Really? Was ist, wenn ich das auf den herkömmlichen Weg mache? Also so, wie das Spiel eigentlich vorgesehen hat? So schnell komme ich da gar nicht rüber. Das bringt mir aber wahrscheinlich eh im Endeffekt gar nichts, oder? Nee. Also ich sehe da keinen tieferen Sinn. Was mache ich jetzt hier mit der Kugel? Ich kann leider so nicht hinspringen. What the fuck? Ich bin gerade echt überfordert. Ich check gerade nicht. Was sie von mir wollen. Solange ich so falle, falle ich immer nach unten. Ah, ich glaube, jetzt check ich's, oder? Die Schweine! Sowas Asoziales wollen die von mir. Ist das fies, ey. Boah, ist das fies, ey. Okay. Das ist ja mal echt hundsgemein, Leute. Aber, was ich sagen muss, eine verdammt geile Idee. Was wir jetzt machen, wir setzen das mal hier ab und speichern. Ich habe zwar jetzt keinen Speicherpunkt mehr. Ist mir aber relativ egal, weil die Stelle fand ich jetzt schon so ätzend. Ich bin so froh, dass ich dieses Fragment da hinten gekriegt habe, auch noch relativ easy. Warte mal, was wollen die mir damit sagen? Was ist da hinten? Der Tod. Ah! Da kann ich ein Kartenfragment einsetzen. Ja, hey! Ja, unbedingt. Und bitte. Aber sowas. Nein! Ja, cool. Jetzt kann ich auch sterben. Aber unbedingt, Mann. Wie cool ist das denn? Endlich. Ich habe 3 von den Teilen. Weiß nicht, wohin damit. So, die Hälfte geschafft. Ach, echt? Oh, jetzt sehen wir aber den Rest der Map von den Elendsruinen. 50%, deswegen die Hälfte geschafft, oder was? Oder was waren die mit dem Achievement? Stelle 50% aller Kartenstände wieder her. Ja, gut, die Hälfte der Kartenstände, das war irgendwie zu erwarten, ne? Die Frage ist, was machen wir jetzt wo? Alles klar, hier müssen wir die 4 einsetzen. Das heißt, wir müssen erstmal hier noch den Rest erkunden. Und da oben sind die anderen beiden auch schon. Scheint doch recht lässig zu werden. Wir können hier wunderbar nämlich abspeichern. Können das Ding uns hier wieder schnappen, hier runterfallen. Das ist jetzt alles überhaupt gar nicht mehr so schwierig, jetzt wo man weiß, was man machen muss. Und da können wir... Wow, jetzt habe ich schon fast verkackt. Hier können wir das Geisterportal machen. Hälfte geschafft, da kann man auch hier ruhig mal speichern. Wir müssen aber das Ding hier mitnehmen. Also wir waren hier schon korrekt. Ja, hier gehen mir jetzt die Gegner schon wieder auf die Nerven. Ich glaube, wir kommen hier vorbei, ohne zu sterben. Sieht gut aus. Oh. Ah,
und dann falle ich da viel zu schnell runter und check gar nicht mehr, was abgeht. Okay, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. So, nochmal. Also hier muss man ja echt übelst mitdenken. Sehr interessant, dieser Dungeon. Aber ich feier's. Ist nicht einfach. Und ich stehe auf. Herausforderung! Nein, 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 nein! Oh, so wollte ich das doch überhaupt gar nicht. Ich wollte da hinten jetzt echt mit chillen. Ich kann auch wieder 7 Speicherpunkte setzen. 7! Kann man da nicht mal chillen? So, aber ich darf jetzt nicht vergessen und nicht den Fehler machen. Ich denke nämlich immer, ich gehe dann da außen. Das tue ich aber gar nicht. Loslassen. Und jetzt chillen. Dankeschön.